warmen, gemütlichen Bett. Wie so oft träumte Frechkatz von seinem geliebten Würstchenland, in dem alles aus leckerer Wurst war. Die Häuser, ihre Türen und Fenster, alle Bäume und Blumen, alles war aus köstlicher Wurst. Überall duftete es so verlockend nach Würstchen. Und gerade als Frechkatz die perfekte Wurst gefunden hatte und sie probieren wollte, kitzelte ihn plötzlich etwas zärtlich an der Nase. Durch den schmalen Spalt in der Gardine fiel ein warmer, heller Sonnenstrahl. Müde stand er auf und schlurfte zum Fenster. Frechkatz schob die Gardine zur Seite, öffnete das Fenster und ließ den Sonnenschein hinein. Draußen war Frühling. Ach, das ist eine schöne Zeit, sagte Frechkatz und dachte wehmütig an den Weihnachtsbaum, der noch immer im Wohnzimmer stand. Der Tannenbaum hatte schon lange alle Nadeln verloren, aber immer wenn Frechkatz das armselige Bäumchen mit seinen bunten Kugeln und den roten Kerzen sah, freute er sich darüber und dachte an das schöne Weihnachtsfest mit seiner Familie und seinen Freunden. Dann sagte er immer, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen werde ich aufräumen.